Mucki hat halt das große Problem gehabt, dass er dann mehrere schwere Verletzungen hatte. Das eine im Stade de France, wo er ganz lang weg war. Und er ist im Training jetzt, er ist jetzt nicht verletzt seit vielen Wochen. Und er ist sehr professionell, der Mucki. Aber diese vielen Verletzungen natürlich damals hätten ihm nicht gut getan, ja, wo er da des Öfteren dann auch, da war er ja ganz, ganz lange Zeit bei uns nicht zur Verfügung stand und auch nicht im Trainingsprozess. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Trotzdem hat ihm das natürlich einiges an Substanz gekostet und er ist jetzt darum bemüht, dass er die Spritzigkeit und diese körperliche Verfassung zurückbekommt, dass er wieder für die Startelf in Frage kommt. Und daran arbeitet er, ist sehr, sehr professionell und tut alles. Dann werden wir uns entscheiden, wann wir ihn bringen und zu welchem Zeitpunkt.